Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Machen Sie ihn da. Ich musste mir den Hund vom Leibe halten. Du siehst mitgenommen aus, Herr Lehmann. Ganz lieb, dass du das sagst, Heidi. Aber diese Kombination aus Duzen und Herr Lehmann ist das Übelste, was es gibt. Herr Lehmann! Das ist doch kein Lebensinhalt. Lebensinhalt? Du musst doch was essen. Denk an die Elektrolyte. Du bist also der Depp, der meint, er könnte hier um 11 Uhr Schweinebraten bestellen. Warum bist du schon seit 7 Uhr auf, rufst mich um 10 Uhr an, nur um mir zu sagen, dass du schon seit 3 Stunden auf bist, Mutter? Warum? Wir kommen nach Berlin! Ah, da ist er ja. Hallo, Boss. Ja. Auch wenn du kein Geschäftsführer bist, wir haben dich trotzdem lieb. Hauptsache, du kommst über die Runden. Du bist echt ein komischer Kauz. Bei dir weiß man nie, wie das meinst, wenn du das sagst. Ja, geht mir genauso. Habt ihr schon gehört? Die Mauer ist offen. Die kommen jetzt alle rüber. Ja, hat vorhin schon einer erzählt. Also wenn ich mir euch so angucke, dann habt ihr wohl alle euer Hobby zum Beruf gemacht. Irgendwo da draußen ist immer ein Job für Supercar.